gut gelaunt und frohen Mutes machten wir uns auf den Weg zum Aussichtspunkt Sü. Der Regenradar zeigte zwar bewölkt, aber dennoch trocken an. Zum Glück nahmen wir dennoch unsere Regenumhänge mit. Das war der erste Einsatz seit vielen Jahren für unsere Regenumhänge. Vielleicht wäre es besser gewesen, sie vorher einmal probeweise anzulegen. Mit Ussis Hilfe habe ich es dann doch geschafft, schnell noch den Rucksack unter die Regenjacke und jetzt kann es weitergehen. Gut gegen Regen geschützt wollen wir eigentlich weiter zur Süd fahren. Aber es dauerte nicht lange, bis wir merkten, das hat keinen Sinn. Der Regen wurde immer stärker und auch der Regenradar zeigte mittlerweile starken Regen an. Regen. Mit einem freundlichen Lächeln war ich schnell vorbei, denn ganz ehrlich, es goss eigentlich wie aus Kübeln. Schauen wir schneller zurück, als wir gedacht haben. Ja, es fing so fest an zu regnen, da macht es überhaupt keinen Spaß im Regen. Außerdem ist dieses Regencape auch nicht so das Ideale. Das ist nicht schlecht, das Fahrradcape. Ich habe es nur falsch angezogen gehabt. Meine ganze Hose ist nass. Ja, was heißt falsch angezogen? Das hängt und dann geht das immer hoch und runter. Also es ist nicht ideal. Ja. Wahrscheinlich besser zum Wandern geeignet. Und man sieht einmal, die Ossi schimpft immer, wenn ich schneller als 20 Stundenkilometer fahre. Aber im Regen kannst du ja auch mal mit 25 hinterherfahren. Ja, zumal es ja auch viel bergab ging, Gott sei Dank. Und freundlich ist er auch, ja. Ein Autofahrer hat sich nicht an ihr vorbeigetraut. Mitten im strömenden Regen bleibt sie stehen und lässt das Auto vorbei. Ja, also besser, wie wenn der mir dann 10 Kilometer im Knick hinterher fährt. Ja, genau, bleiben wir nur ein paar Minuten länger im Regen. Ja, besser wie wenn er mir hinterher fährt. Ossi, das Regnen hat es aufgehört. Ja, wir sind wieder da und ich habe extra meine Kräuter, die gerade wieder am Wachsen sind, rausgestellt und habe gedacht, wenn die draußen sind, regnet es nicht, aber es hat geregnet. Man kann sich auf nichts mehr verlassen heutzutage. Und wir sind zurück und es hat aufgehört zu regnen. Ja, auf jeden Fall jetzt hier. Unterwegs hat es ganz schön geregnet. Ja. Okay, jetzt gehen wir rein und machen den Tee. Sehr gute Idee. Am nächsten Tag war das Wetter auch unbeständig. Und so entschlossen wir uns, einen Museumstag im Bauernmuseum von Wolfegg einzulegen. So, jetzt sind wir da bei der Ausstellung von den Schwabenkindern. Ein hochinteressantes Thema, was natürlich mit dieser Zeit, also mit Oberschwaben und natürlich auch dem Allgäu zu tun hat. Ja, und das war für die Kinder keine so schöne Zeit. Also, für die wenigsten, sagen wir so. Ja, also die mussten ganz schön arbeiten und die waren ja noch zum Teil so klein, ab 6, 8 Jahre alt. Es wurden auch Geschwister getrennt und es gab richtig regelrechte Sklavenmärkte. Mhm. Die Hauptstadt der Schwabenkinder oder der Märkte war wohl Ravensburg, aber auch Detnang, Friedrichshafen und eben offensichtlich auch Wolfegg war daran beteiligt, also die ganzen Großbauern dieser Region. Wir haben das Thema mit den Schwabenkindern ja schon mal in unserem Ravensburg-Video
gezeigt. Und da haben wir euch auch diese Statue gezeigt. Das ist also aus Ravensburg. Und da bekennt sich die Stadt Ravensburg als eine von wenigen Städten zu dem Unrecht, was sie damals diesen Kindern angetan haben. Ja. Könnt ihr nachschauen, da haben wir auch schon was dazu gesagt. Beim Museum lernt man natürlich auch immer was dazu. Ja. Und ich habe dazu gelernt, dass die Schwabenkinder schon im 17. Jahrhundert da waren. Das wusste ich gar nicht. Und ich wusste auch nicht, dass das bis 1950 gegangen ist. Ja, ja, ganz schön lange Zeit, wenn man sich das überlegt. Das ist ja bis nach dem Zweiten Weltkrieg. Ja, was hier dagegen nicht steht, ist, dass die Schulpflicht, die allgemeine Schulpflicht 1921 hier verzögert eingeführt wurde, weil die Bauernlobby nämlich Einfluss genommen haben, damit die Schwabenkinder nicht durch Schulpflicht von der Arbeit abgehalten werden. Mhm. Ja. Aber 21 konnten sie sich dann nicht mehr wehren, da wurde es dann gemacht. Ja. So, und jetzt geht's raus. Wenn die Ursi sehr freundlich zu mir wäre und wenn ich jetzt mich in einen Bollerwagen setze und die Ursi würde mich da ziehen. Ja, das täte ihm so gefallen, gell? Nein, nein, da muss er durch. Kann man nichts machen. Nein, kann man nichts machen. Das ist die gute Stube. Das ist die Küche. Die Ursi gehört nicht dazu, die ist nur Gast hier. Also die sind an Besucher gewöhnt. Heute ist Muttertag. Und was gibt's zum Muttertag? Claro. Ja, du willst gleich auch was haben, ne? Leckere Kaffee und? Hier gibt es so Probierle von den Landfrauen gebacken, eine Zimt und eine Rosinenschnecke. Und weil Muttertag ist, verzichte ich auf meine Schnecke und schenke sie der Ursi. Oh, wer hilft? wie nobel. Und jetzt lasse ich es mir schmecken. Guten Appetit. Danke. Echt lecker. Die können es, die Landfrauen. Also das ist sehr schön hier. Ja, das ist Bauernhausmuseum in Wolfseck. Ja, Wolfeck. Und das ist Allgäu-Oberschwaben, also noch in Baden-Württemberg. Das sind Häuser aus ganz Baden-Württemberg. Die sind da abgetragen worden und wurden da wieder neu aufgebaut. Mhm. Und es lohnt sich durchaus, das mal anzuschauen. Man sollte etwas fußläufig gut zu Fuß sein. Und das Schönste kommt jetzt noch, denn das liegt etwas unterhalb vom Stellplatz. Also man gelangt ganz einfach dahin, einfach bergrunter. Und dann das Highlight ist dann das Zurückgehen, steilen Berg hoch. Das haben wir jetzt vor uns. Ja, aber wenn wir oben ankommen, dann wird uns der Helle was Leckeres kochen. Ja, und wir haben uns schon überlegt, was machen wir. Wir halten uns jetzt dann bäuerlich bescheiden. Ja, genau. Und deshalb gibt es bei uns jetzt nachher Pellkartoffeln mit Quark. Ja, weil so wie es die Bauern früher gegessen haben. Ja. Ach, übrigens, diese Einblicke, die man hier ja jetzt wieder hat in diese bäuerlichen Einblicke und überhaupt in das Leben vor über 100 Jahren oder 200 Jahren. Also, ich muss schon sagen, bin froh, dass ich heute lebe. Die Menschen hatten wirklich kein
leichtes Leben. Die mussten ganz schön arbeiten. Und Wohnmobil gab es auch noch nicht. Nee, das auch noch nicht, ja, genau. Also darum sind wir eigentlich froh, dass wir jetzt leben, oder? Absolut. Möchten wir nur noch lange so haben. Im Zustand. Mhm. Ja, und also wenn das Wetter mal nicht so toll ist und man ist in Wolfegg, dann kann man da gut hergehen. Wenn es wieder richtig schön wird, so wie es morgen vermutlich wird, dann lohnt sich ein Radausflug zur Sü. Na, ob sich der noch lohnt, das werden wir sehen. Bestimmt. Beim ersten Anlauf sind wir ja pitschnass worden und wir wollen es ja noch mal probieren. Jawohl, und ihr seid dabei natürlich. So sind wir. So, aber jetzt gehen wir nach oben, weil langsam kriege ich schon Hunger und ich freue mich jetzt eigentlich auf die Pellkartoffeln mit Quark. Und ich freue mich auf den Aufstieg. Ja, dann muss ich jetzt durch. Schaffen wir schon. Kriegen wir schon hin. Ja. Es sind auch immer schöne Erklärtafeln dabei und für die Kinder ist dann auch ab und zu mal ein Spiel dabei, gell, Josi? Jetzt mal schauen, ob ich das auch kann. Bin zwar kein Kind mehr, aber wer weiß. Mal schauen, ob ich diesen Heuwagen in die Scheune bringe. Oh, das war wohl nichts. Hab wohl zu früh losgelassen. Also nochmal auf ein neues. Bravo! Sind wir eigentlich nur per Zufall gekommen, weil wir den beschädigten Fahrersitz reparieren lassen wollten. Da kam uns das Angebot eines Gasthofs in der Promobil-Stellplatz-App sehr entgegen. So, hier ist ein Privatparkplatz vom Gasthaus zur Post und in der Promobil-App steht, dass man im Gasthaus zur Post, dass man da übernachten kann. Ja, das ist das Gasthaus zur Post. Und wir wollten ja nur für eine Nacht hierher fahren. Dann haben wir gedacht, da gehen wir jetzt schön essen und dann übernachten wir hier. Das zum Essen, das war mal willkommen, aber zum Übernachten nicht. Da hat es dann geheißen, es ist alles belegt, obwohl dieser Platz ja komplett leer war. Also, das Gasthaus zur Post ist zu empfehlen. Man isst hier sehr gut. Ja, haben auch einen Biergarten. Haben auch einen schönen Biergarten, aber Gasthof zur Post, das ist nicht in Ordnung. Es haben nämlich bei Promobil schon mehrere Leute sich beklagt, dass sie hier essen und dann übernachten wollten. Und dann hat es immer geheißen, es sind belegte Plätze, obwohl hier alles frei ist. Also, das geht nicht. Ist nicht in Ordnung, Gasthof zur Post. So gut euer Essen ist, aber so eine Werbung solltet ihr nicht machen. Nein. Also für alle, die kommen, hier kann man gut essen. Aber übernachten müsst ihr zum Stellplatz fahren. Und die Ossi, die sucht jetzt das neueste Motiv. Da ist übrigens Landbäckerei hinter der Ossi. Da haben wir unser Brot geholt und das war durchaus zum Empfehlen. Ossi, du kannst ruhig reden, wir haben ein Funkmikrofon. Ach so, ja. Ganz vergessen, dachte, es ist zu leise. Okay, das Brot war lecker. Und es sind auch hier ganz schön viele LKWs unterwegs, das muss man auch mal sagen. Aber am Stellplatz merkt man nichts davon. Ja. So, da sind zwei wunderschöne Lindenbäume. Und das eine ist die Leo-Linde und das andere ist die Pius-Linde. Ja, und laut Stadtplan von Wolfegg ist diese Leo-Linde, die wurde 1887 für dem Papst Leo den 13. gepflanzt. Und für welchen Pius wurde die Pius? Und die Pius
Kapuze wurde 1869 für Papst Pius der IX. Gepflanzt. Aha, also den kennen wir nicht mehr. Nö. Sagt uns auch nichts. Beide kennen wir nichts. Ja, den neueren Pius aus dem 20. Jahrhundert, den haben wir nur mitgekriegt. Also der Leo der 13. war als Arbeiterpapst, geht der in die Geschichte ein. Ja, also steht mal hier. Gut, dann stimmt's. Ja, wird stimmen. So, nächste Station. Ja, wollen wir mal gucken. Wo sind wir? Stadtführung hier. Stadtplan. 3, 4, Hofgarten. Ja, mal gucken, wo wir. Na, schaut mal. Mal schauen. Schau mal an, da heißt Aussichtspunkt Süd 2,7 Kilometer. Und die Radtour, was wir da hinmachen, sind 15 Kilometer. Und in eine andere Richtung. Da geht's zur Sü. Was? Ja, Aussichtspunkt Sü. Ah, das ist der aber das ist der Wanderweg. Ah, okay. Aussichtspunkt Süd, 2,7 Kilometer Wanderweg. Wir fahren ja mit dem Fahrrad hin. Ja, und der Fahrradweg sind 30 Kilometer. Außer du suchst dir selber noch einen anderen Weg. Nein. So, also zum fürstlichen Hofgarten geht es da vorne links. So, und da haben wir das Schloss. Das ist aber immer geschlossen, im Privatbesitz und nur zu Konzerten öffentlich zugänglich. Habe ich das richtig gesagt, Rosi? Ja, die Schlossbesitzer wohnen hier drin. Und die wollen natürlich nicht jeden Tag irgendwelche Besuch haben. Schade. Wo auch immer wir hinkommen, der Laubbläser ist schon da. Deshalb gehen wir jetzt erst in die Kirche. Ja, vielleicht genau. Ist er bis dahin fertig. Da haben wir Ruhe. Ja, vielleicht ist er bis dahin fertig. Der ist so laut, den hört man sogar da herin. Ja, aber es wird gehen. Aber es ist hier eine der prächtigsten Barockkirchen Oberschwabens. So haben wir es gelesen. Mhm. Und da schalte ich jetzt mal 360-Grad-Kamera ein. Und dann haben wir hier das ganze Ambiente, die ganze Deckenbeleuchtung, Deckenbemalung. Ja. Also schaut schon wirklich sehr schön aus. Ja, das ist schon ein Prunk, diese Barockzeit. Gerne eine Kerze an. Ja, auf jeden Fall. Machen wir das Münz. Oh, guck mal, das ist so ein bisschen wie was mit. Zumindest der gute Wille ist da. Das ist übrigens das Zeichen der Schwäbischen Barockstraße. Und da haben wir auch schon ein Video drüber gemacht. Stimmt's, Ossi? Bitte? Zur Schwäbischen Barockstraße haben wir auch schon ein Video gemacht. Ja, ich glaube, da sind wir zum Kloster Reute. Kann das sein? Kann sein. Mhm. Dass aus der einen geplanten Nacht mehrere Tage geworden sind, ist dem schönen Städtchen geschuldet und natürlich auch der tollen Umgebung und den empfehlenswerten Stellplatz. Thank you.
Loreto-Kapelle, die etwas größer ist als die Konstanz. Nicht wahr, Ossi? Ja. Aber auch mit so Backsteinen und dieser Christei hinterm Altar. Allerdings eine schwarze Madonna. Mhm. Und normalerweise haben die Loreto-Kirchen immer Sicht auf einen See, stehen immer auf einer Anhöhe. Und wir haben auch in einer Loreto-Kapelle geheiratet, mit Sicht auf den Bodensee, und zwar in der Loreto-Kapelle in Konstanz. Ja, und die war so ähnlich, gell? Aber kleiner, deutlich kleiner. Jetzt sind wir an der Sü. Die Sü, das ist der Aussichtspunkt mit über 700 Metern Höhe. Und da kann man bei besserem Wetter ziemlich gut in die Alpen schauen. Ein bisschen was schauen wir, dass wir mit der Drohne kriegen. Aber wir wissen es noch nicht so genau, wie es rauskommt. Auf jeden Fall ist das hier ein sehr schöner Aussichtspunkt in Wolfegg. Ja, genau. Und diese Landschaft entstand alles während der Eiszeit. Und die Ursi ist wieder belesen. Zum Glück gibt es hier Schilder. Ja, wir fahren ein bisschen weiter. Also sehr schön hier. Kann man nur empfehlen. Ja. Wunderschöner Aussichtspunkt und man kommt da mit dem Fahrrad gut hoch. Ja, also mit dem E-Bike auf jeden Fall. Sonst könnte es ein bisschen anstrengend werden. Wenn man Kraft hat, geht es auch. Ja. Und heute werden wir nicht nass. Nein, sicher nicht. Also, schon mal toll. Und ja, okay, fahren wir weiter. Jo. Was übrigens ein ganz nettes Gimmick ist an den Mobilisten, man kann hier seinen Akku laden.
Nicht schlecht, Ossi, oder? Wenn man mal vergisst, sein Handy aufzuladen. Ja, aber es ist, glaube ich, eine Sonderausstattung, oder? Ist nicht, weil bei mir die, ist die das Ossi hat es nicht, aber sie navigiert ja auch nie. Rösler Weiher. Da ist alles verboten. Einschließlich Nacktbaden. Sogar Nacktbaden. Sind wir froh, dass es jetzt die Temperaturen hat. Ja. Und gerade sind wir von der Landstraße gefahren, auf der L137, und da haben wir die außerirdische Begegnung mit einem gelben Laster gehabt. Ja, ja, ich habe der Helle schon drunter liegen sehen. Mein Gott, du. Das ist ja wirklich, also Landstraße fahren mit den verrückten Autofahrern, weil sie so eilig haben, das ist wirklich kein Spaß. Nein, das war gar nicht so ohne. Der hat als erstes mich überholt und dann kam von vorne ein Fahrzeug und dann hat er sich zwischen mich und der Helle einfach wieder reingequetscht. Also ich hätte nicht gedacht, dass ihm das eigentlich reicht, ja, dass, weil von vorne so ein PKW kam. Also das war mehr knapp wie sonst was. Ich glaube, das war gut, dass wir gestern eine Kerze in der Kirche angezündet habe. Hat vielleicht doch was geholfen. Das war Kirche und keine Versicherung. Der Schutzengel, der ist mitgefahren. Weiß nicht, ob der käuflich ist. Der ist uns einfach heute, weil er wollte, dass wir das Video rausbringen. Aber hier ist richtig romantisch, gell? Sehr schön hier. Also, die Fahrradtour ist nicht schlecht, aber diese Landstraße, das waren 1,5 Kilometer oder 2 Kilometer sogar knapp. Es war nur bergab, aber es war schon ein bisschen blöd. Also so eine Landstraße in die Tour einzubauen, das ist schon blöd, wenn auch der Weiher jetzt schön ist. Ja, du weißt ja nicht, ob es überhaupt einen anderen Wege gäbe. Das ist immer ist irgendwo ein Stück Landstraße bei, was halt leider sehr schade ist, ja. Aber sonst, der letzte Weg war ja auch ganz toll. Ich denke, das war fast ein Wanderweg, oder? Also, ja. So am See jetzt hier entlang, war auch ziemlich schmal, ja. Schmal und viele Wurzeln gab es da, aber war trotzdem, war schön zum Fahren. Ja. Fahren wir weiter. Und jetzt machen wir schon Päuschen. Ja, das haben wir jetzt. Und ja, dann machen wir jetzt ein Päusle und genießen hier den schönen Weiher. Genau. Thank you.
die schöne Tour. Ja, und jetzt hat es geklappt. Nachdem wir beim ersten Versuch ja pitschnass worden sind, hat es jetzt beim zweiten Versuch wunderbar geklappt. War eine schöne Tour, war es, gell? Das muss man, zwei Lobe muss ich aussprechen, also neben der Rosi natürlich, ja, die immer gut mit mir mitfährt und meistens auch bei mir bleibt. Wir haben uns auf dem letzten Stück noch verloren. Auch wiedergefunden. Ja. Also die Touren von Komoot, die sind wirklich klasse. Egal wo wir hinkommen in Deutschland, wenn wir Fahrradtour machen wollen, haben wir bis jetzt schon immer eine gute Tour von Komoot gefunden. Und dann als zweites muss ich auch nochmal sagen, ihr schreibt uns oft an, wie wir mit unseren Fahrrädern zufrieden sind. Also ganz im Ernst, die sind super, die Fahrräder. Vor allem diese Motorunterstützung. Weil im Allgäu ist ja doch steil. Ja, das hat man heute wieder bemerkt. Ja. Wenn man da auf 5 schaltet, dann fliegt man hoch. Ja. Ja, fliegen ist jetzt ein wenig übertrieben, aber man kommt locker eigentlich. Ja. Die Uhr sind noch lockerer als ich, aber die hat ja 40 Kilo weniger auf der Rippe. Ja. Das ist so, wie wenn ich mit 2 Kästen Bier, also wenn ich der Ursi 2 Kästen Bier geben würde, rechts und links, volle natürlich, dann wäre sie ungefähr auf gleichem Niveau wie ich. Ja, also was heißt das? Ein bisschen weniger? Trinken. Oder dir 2 Kästen Bier umschneiden. Ja, von wegen. Also, das war's jetzt. Jawohl. Wir sagen noch ganz kurz was zum Stellplatz und bedanken uns, dass ihr wieder dabei gewesen seid. Ja. Sehr schön, Wolfeck. Wir kommen bald wieder, dann kriegen wir neue Polster und dann schauen wir weiter und wir berichten euch davon. Ja, machen wir mal. Macht's gut. Tschüss. Ciao. So, das hier ist die Holiday Clean Anlage. Eine gute Versorgungsmöglichkeit, gell, Ossi? Ja. Zum Stellplatz wollte man auch nur sagen, der kostet 7 Euro am Tag. Sehr moderat für das, was er bietet. Und in der Nacht ist er schön ruhig. Total ruhig in der Nacht, ja. Fährt halt ab und an mal ein Traktor vorbei. Ja, immer wieder ist mal. Halt so auf dem Land. Immer wieder mal fährt der Traktor vorbei, aber sonst ist es eigentlich relativ ruhig. Wir waren hier sehr schön gestanden, aber wir müssen jetzt leider weiterfahren. Ja. Musik.